Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute geht es in sehr interessante Matches, unter anderem gegen Sunderland, das heißt Tynwald Derby steht mal wieder an, und gegen die Tottenham Hotspurs. Dazu simulieren wir die Spiele gegen Crystal Palace und den Pokal, das Rückspiel des Away Cups bzw. Wiederholungsspiel gegen den FC Burnley. Ihr seht gerade die Tabelle hier in der Premier League. Momentan haben wir 9 Punkte Vorsprung vor dem ersten FC Chelsea, wollte ich gerade sagen, aber nein, es ist nur der FC Chelsea. Tottenham selber sieht auch relativ gut aus für die. Die Tabelle ist nicht so schlecht für, ja, die, was sind das eigentlich für Vögel? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall für diese komischen Vögel da. Und naja, wir spielen heute gegen nochmal zwei Vögel, und zwar gegen Crystal Palace, halt gegen die Eagles und danach gegen die Black Cats. Und natürlich wollen wir als die Elster noch nicht von den Katzen holen lassen. Das ist das Hauptziel dieser Episode, aber natürlich werden auch sie gegen die anderen Kontinenten mehr als schön. Gerade gegen Burnley ist das eigentlich ein Muss im Pokal. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 500 Likes wären mega nice. Wir gehen rein in die Partie. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich würde mal sagen, wir holen jetzt gegen die Spurs erstmal als Außenseiter, als ehemaliger Außenseiter die 3 Punkte. Ich wünsche euch viel Spaß zum zweiten Mal und bis gleich. Die Tottenham Hotspurs zu Gast bei Newcastle United. Der St. James' Park ausverkauft vor dem Topspiel der Barclays Premier League an diesem Wochenende. Es war alles ja quasi aufgerichtet für ein richtig schönes Fußballspiel. Perfektes Wetter, perfekte Kulisse und gut aufgelegte Fußballmannschaften, die beide über Qualität verfügten, die richtig Spaß beim Zuschauen machen kann. 36 Punkte auf dem Konto von Tottenham, 54 Punkte auf dem Konto von Newcastle. Das sind 18 Punkte, die diese beiden Teams trennen. Das ist alles andere als wenig. Aber momentan sind es nur noch in Anführungsstrichen 9 Punkte, die Newcastle vom zweiten separieren. Und natürlich wollte das heute Tottenham nochmal ändern, damit es noch weniger wird. Die beste Heimbilanz bisher ist allerdings auf Seiten von Newcastle United mit 25 Punkten. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Da wird es alles andere als einfach, Punkte zu sammeln für ja, die Spurs. Allerdings will man es trotzdem versuchen gegen diese Elf, die wir hier teilweise schon in Ansätzen sehen. Auf der anderen Seite, ja, auch bei Tottenham eine sehr starke Elf. Aber Newcastle mit Costil, Bellerin, Mbemba, Zuma, Pocognoli, Saive, Shelby, Jorginho, Wijnaldum, Andros Townsend, Ayoze, Perez und Kevin Miralas natürlich auch sehr gut besetzt. Miralas erstmals in der Premier League für die Magpies im Einsatz, der Neuzugang vom FC Everton, und Ayoze Perez ersetzt den abgewanderten Michy Batshuayi hier in der Sturmspitze. Bei den Spurs auch keine Überraschung in der Startelf. Worm, Walker, Dyer, Fassio und Ben Davies in der Defensive davor. Dele Alli zusammen mit Dembele, Lamela, Heung-Min Song, Christian Eriksen und Neuzugang Jeremy Menez in der Sturmspitze. Djordjevic nur auf der Bank. Der Serbe hatte heute nicht den Vorzug von Franzosen erhalten. Andros Townsend allerdings hatte ihn erhalten, und zwar vor Alex Oxlade-Chamberlain. Beide mit einer Vergangenheit gegenüber den Spurs. Andros Townsend lange bei ihnen gespielt, und ja, naja, Alex Oxlade-Chamberlain als ehemaliger natürlich ein starker Rivale der Spurs. Das merkt man in der Anfangsphase nicht sonderlich, denn die beiden Mannschaften sehr gemächlich mit Sicherheitsabstand. Die erste Gelegenheit über Jeremy Menez mit dem Kopfball, allerdings war der relativ weit am Tor vorbei. Das war nach knapp 25 Minuten mal das erste Ausrufezeichen. Bei Newcastle dauert es noch deutlich länger. Erst nach knapp 42 Minuten kurz vor der Halbzeit Andros Townsend mal mitten im Solo macht das gut. Allerdings der Hackenpass auf Bellerin viel zu ungenau. Die Gelegenheit ist trotzdem nochmal da, weil der Spanier über außen geht und sie nicht aufhalten lässt. Die Flanke abgefälscht, und es gibt den ersten Eck bei der Partie nach 43 gespielten Minuten. Ben Davies, der Waliser, hatte den Spanier da gerade nochmal so gestoppt. Das hieß jetzt natürlich für Newcastles Defensive um Zuma und Chancellor Mbemba nach vorne rücken. Die beiden kopfballstarken Innenverteidiger der Magpies erwarten auf den Eckball von Jonjoe Shelvey. Der kam, Wijnaldum kommt nicht ran. Shelvey nochmal mit der Gelegenheit, den Ball in die Mitte zu bringen. Das Ganze ungefährlich, aber wir lassen die Szene mal laufen, denn hier sehen wir die Balleroberung in der Defensive von Newcastle, und Bellerin will das Ganze nochmal scharf machen auf Jonjoe Shelvey, und damit der Flanke auf den zweiten Pfosten da steht. Wijnaldum kommt aber nicht an den Ball ran, kann ihn nur kontrollieren, nicht direkt abschließen. Nochmal die Flanke in die Mitte, und da ist Michael Worm und hält diesen Ball auch relativ souverän fest. Das war alles aus dem ersten Durchgang, das zeigt schon einiges. Im zweiten wurde es dann besser. Kevin Miralas, wie gesagt, Neuzugang, erstes Spiel für die Magpies, direkt mit einem sehr schönen Solo und dann unschön gefoult da von Walker in der Mitte, kommt Wijnaldum nicht ran, deswegen gibt es einen Freistoß. Dem entwickelte sich dieser Einwurf, und da ist wieder Kevin Miralas. Der bringt den Ball in die Mitte, und da steht Sebastian Pocognoli, der mit dem Seitenwechsel mehr oder weniger ungewollt Andros Townsend nochmal raus auf Hector Bellerin, und der hat eine klasse Idee, flach mit Power in die Mitte, Perez 1:0 Newcastle, 55. Minute, der erste gefährliche Torschuss der Partie, und es steht direkt 1:0 für die schwarz-weiß gekleideten Elstern. Wunderbar vorgetragener Angriff nach der verunglückten Flanke. Townsend mit dem Ball raus auf Bellerin, und der natürlich als ehemaliger auch extra motiviert mit der schönen Flanke. Perez kann den Ball irgendwie erreichen.
erreichen mit dem Fuß, obwohl damit viel zu viel Power eigentlich gespielt war. Wormes Chancen, und es steht 1-0 für Newcastle. Das wollte natürlich Tottenham nie auf sich sitzen lassen, allerdings kam von ihnen erstmal nicht so viel. Das ist mal Kyle Walker schnell gegen Pocognoli, die Flanke aber zu ungenau direkt in die Arme von Costil. Es war nicht wirklich was. Und dann ging Ayoze Perez raus, Torschütze nach 64 Minuten runter. Dafür kam Adam Armstrong und Matthew Lecky in die Partie. Kevin Mirallas ebenfalls ging bei seinem Debüt runter. Gute Partie gemacht und Newcastle hatte Platz zum Kontern. Das ist Andros Townsend mit der Flanke in die Mitte. Henri Saivé kommt nicht ran. Allerdings waren sie trotzdem das überlegene Team, hatten die Chancen. Jonjoe Shelvey mit der Ecke und da steht Adam Armstrong. Versucht's mal, aber das Ganze mehr als ungefährlich. Der Ball geht deutlich über die Latte hinweg. Wir sind in der Schlussphase und da jetzt erlaubte sich mittlerweile Tottenham doch einige Fehler. Adam Armstrong mit einem schönen Solo gegen die Defensive, wunderbar gemacht, der Abschluss fehlt nur noch und dann ist Michael Wurm da und hält diesen Ball unglaublich bitter für Armstrong, er hätte hier natürlich gerne sein Tor gemacht, sollte nicht sein, die anschließende Ecke auch nochmal gefährlich, denn da fliegt Wurm als kleiner Keeper, Daniel Lennon unterm Ball durch, es wechselte nochmal Newcastle, Oxlade Chamberlain kam für den sehr starken Townsend, der gegen seinen Ex-Verein eine gute Partie gemacht hatte, aber das war dann auch das letzte wirkliche Highlight der Partie, denn ja, von Oxlade Chamberlain kam nicht mehr viel, er konnte sich nicht mehr auszeichnen, nur die Spurs einmal mit Trippier per Flanke, aber auch nicht gefährlich und dann war es auch vorbei. Newcastle United gewinnt also gegen die Tottenham Hotspurs im Endeffekt verdient mit 1-0. Eine langweilige Partie mit einem guten Ausgang für die Magpies. Sind an der Tabellenspitze, bleiben da 1-0 Heimsieg. Ja, Freunde, das Ganze laggt hier ein bisschen. Ich hoffe, dass ich das trotzdem einigermaßen gut kommentieren konnte. Ist natürlich ein bisschen bitter für mich jetzt, aber was willst du machen? Wir gewinnen auf jeden Fall gegen die Tottenham Hotspurs und das ist natürlich ideal, denn genauso wollen wir das natürlich von unserer Mannschaft sehen. Wir wollen nicht unbedingt am Ende der Saison nicht mehr so viel Vorsprung haben wie jetzt. Wir wollen im Idealfall noch ausbauen und wenn das klappt, wäre das natürlich wunderbar. Ob das klappt, ist die große Frage. Als nächstes spielen die zwei simulierten Spiele an und zwar gegen eben Burnley und gegen Crystal Palace. Das Training läuft relativ gut. Zweimal B, zweimal A, einmal F bei Bellerin, aber darf er sich auch mal zur Abwechslung erlauben. Wir sind noch am Transfer Deadline Day, haben da nochmal ein abgelehntes Angebot von Manolo Gabbiadini und langsam wird's eng. Wir bieten ihm jetzt 210.000 Gehalt. Viel zu viel eigentlich. Allerdings brauchen wir einen neuen Stürmer nach Batshuayis Abgang. Wir sind erst einen Tag vor Schluss und dementsprechend machen wir das Ganze mit Gabbiadini, der mittlerweile endlich mal annimmt und haben damit einen neuen Zehner bzw. Stürmer. Ist natürlich schön für Perez, denn beide können diese Position spielen und wenn wir irgendwie Shelvey oder Saivé schwächeln, ja, und wir keine zentrale Mittelfeldoption haben und Wijnaldum dahin muss, dann ist natürlich Perez auf der 10, beziehungsweise Gabbiadini auf der 10 und Perez im Sturm deutlich besser gefragt. Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Und wir simulieren weiter. Es passiert allerdings nicht mehr viel. Wir haben ja mittlerweile noch 7 Stunden, aber ganz ehrlich, am Transfer Deadline, entweder es geht richtig viel oder wie in unserem Fall richtig wenig. Wir haben noch einmal hier ein Angebot und zwar für Jose Perez, aber das lehnen wir ab von Stoke City. Wir wollen natürlich unseren Spanier, unser, ja nicht Eigengewächs, aber mehr oder weniger Eigengewächs, der ja von Teneriffa mal gekommen ist, nicht einfach so ziehen lassen, zumal er gerade erst das Siegtor gegen Spurs geschossen hat und von daher endet der Transfer Deadline Day ohne weitere Abgänge. Die nächsten Infos, die so anstehen, sind, naja, ein Scoutbericht aus Deutschland, der nicht sonderlich interessant ist, ein Scouting-Update, was ein bisschen interessant her ist und der Monatsbericht der Jugendmannschaft, der auch in Ordnung ist. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, wie das jetzt gegen Burnley laufen wird. Wir springen rein in die simulierte Partie, wir spielen natürlich nicht mit unserer absoluten A-Elf, sondern teilweise mit B-Elf, unter anderem mit Bentner in der Sturmspitze. Gabbiadini gibt sein Debüt und es sieht nicht so schön aus, denn es passiert erstmal nichts und dann kommt Gabbiadini, macht das 1-0 bei Loughton mit dem 1-1 nach 41 Minuten, dann Barnes mit dem Führungsrat Bellerin Ausgleich und dann verschießt Bentner den Elfmeter. Wir gehen in die Verlängerung, es passiert lange Zeit nichts, es geht ins Elfmeterschießen und wir verlieren 4-3 gegen Burnley und das zu Hause in der Simulation gegen den Zweitligisten kommt selten, ganz selten vor, aber so ist es jetzt nun mal. Wir fliegen aus dem FA Cup und müssen uns dementsprechend noch mehr oder können uns noch mehr auf die Liga konzentrieren. Bitte auf jeden Fall, ich hätte gerne beide Titel mitgenommen oder wäre zumindest so weit wie möglich gekommen, aber auch so wird das, denke ich mal, irgendwie funktionieren. Das nächste Spiel gegen Crystal Palace, wir müssen schauen, wie das Ganze laufen wird. Die Mannschaft natürlich mehr oder weniger fit, denn wir haben gerade ein bisschen rotiert, ein bisschen geschont, hat sich ja auch ausgezahlt, indem wir da verloren haben. Ah, vielleicht läuft es jetzt ja besser, wir spielen auswärts, normalerweise simuliert schwieriger und naja, Crystal Palace geht auch im Moment durch Chong Yong. Perez macht allerdings den Ausgleich nach 24 Minuten, Mbemba fliegt mit Gelb-Rot runter und dann kommt Wijnaldum nach 55 Minuten, macht den Führungstreffer und dabei soll es bis zum Ende bleiben. Wir gewinnen also simuliert auswärts, das sieht man auch ganz, ganz selten, aber ist natürlich schön für uns, denn damit haben wir weiterhin sehr viel Vorsprung an der Tabellenspitze, haben noch eine Nationaltrainer-Offerte von Polen, die wir ablehnen, haben noch eine Pressekonferenz gegen die Black Cats und gegen die
geht es jetzt halt als nächstes also gegen Sunderland. Das Tyne-Wear Derby. Nochmal für alle, die das nicht wissen. Das ist der Fluss, der zwischen den beiden Städten verläuft, die ja im Nordosten England sich befinden. Dementsprechend natürlich eine heiße Rivalität. Genauso beispielsweise bei Everton und Liverpool, auch wenn die beiden der Teams nicht ganz so nah aneinander sind. Zuma erreicht übrigens das nächste Rating passend vor dem Derby. Es sieht sehr gut aus für unsere Jungs. Ob das Ganze wirklich so passiert, ist die Frage. Ich werde übrigens Spieler lassen, die sich ein bisschen mit Newcastle identifizieren. Das könnt ihr euch jetzt schon mal darauf einstellen. Denn ich werde natürlich jetzt nicht unbedingt zeigen, wenn ich spielen lasse, genauso wie gerade. Ich werde das immer erst beim Spielbericht machen, damit ihr das nicht doppelt und dreifach seht. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, springen wir rein in die Partie gegen den FC Sunderland, die übrigens in der Tabelle nicht so gut dastehen, wie eigentlich auch in Realität ja immer. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wünsche euch auf jeden Fall Spielspaß und sage einfach mal bis gleich. Das nächste Topspiel im St. James' Park, Newcastle United gegen den FC Sunderland, Tyne-Wear Derby, in regnerischem Wetter und vor ausverkauftem Stadion, also eine wunderschöne englische Kulisse hier vor diesem Derby, das mal wieder ausgetragen wurde und das seit Ewigkeiten ein sehr großer Stolperstein für Newcastle United ist. Die letzten Spiele sehen nicht so gut aus, was diese Derby-Statistik angeht, allerdings ist Sunderland momentan Tabellenletzter mit nur 22 Punkten, einer Tordifferenz von minus 16 und Newcastle steht genau am anderen Ende der Tabelle, also absolutes Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite die in grün gekleideten Männer aus Sunderland, die Black Cats, die normalerweise in Derbys gut aussehen, aber momentan in der Liga absolut katastrophal spielen. Auf der anderen Seite der Tabellenführer aus Newcastle, der immer schlecht aussieht und mit Kevin Mirallas einen Neuzugang hatte, der direkt in der Startelf stand im Derby. Ist nicht selbstverständlich. Warum, werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir die Startelf uns betrachten. Aber der Belgier in seinem ersten Spiel gegen die Spurs sehr, sehr gute Leistung gebracht und dementsprechend auch heute dabei. Costil, Bellerin, Vestergaard, Chaik, T.O.T. und Sebastian Pocognoli in der Defensive. Davor Bigirimana, John Josh Shelby, Giorgino Wijnaldum, Andros Townsend, Adam Armstrong und Kevin Mirallas. Die größten Überraschungen: Armstrong, Bigirimana und Chaik T.O.T. in der Innenverteidigung. Man musste rotieren nach den anstrengenden letzten Spielen gegen Burnley und Crystal Palace. Allerdings war das trotzdem kein Grund. Pickford, Matthews, Kabul, Dede, Van Arnold, Britka, Kellermau, Buckley, Lance, Larson, Borini. Keine Überraschung bei FC Sunderland. Armstrong, ein Spieler, der sich extrem mit Newcastle identifiziert in der Sturmspitze gegen den Rivalen. Bigirimana, ebenfalls Jugendspieler, ja auch heute in der Startelf. Und T.O.T., eine Vereinsikone fast, schon seit Ewigkeiten dabei. Er identifiziert sich auch mit dem Verein und genau deswegen stand er heute in der Startelf und wir schauen, wie das Ganze funktionieren sollte. In der Anfangsphase sah es ein bisschen so aus, als ob der Plan nicht aufgehen würde, denn Sunderland war das bessere Team. Sebastian Larsson hier mit der Flanke in die Mitte und gerade so kann die ganze Szene nochmal entschärft werden, aber es wurde deutlich schlimmer. Liam Brittcut auf Borini, nicht im Abseits, frei vom Tor, muss er machen, macht er nicht und genau deswegen steht Sunderland unten 10 Minuten durch und der Italiener muss hier die Führung erzielen, tut das aber nicht und auf der anderen Seite kam dann Newcastle erstmal nach vorne. Das ist Giorgino Wijnaldum und der versucht einfach mal noch einen kleinen Solo. Allerdings ja eine gute Parade auf jeden Fall vom Hinterhalt oder vom Rückhalt der Männer aus Sunderland. Allerdings war Newcastle jetzt besser drauf. Bigirimana auf Andros Townsend im 16er vollkommen frei. 1:0, 15 Minuten durch. So schnell kann es dann gehen. Der letzte wieder mal vollkommen überrumpelt und Newcastle nutzt seine erste richtig dicke Gelegenheit zum Führungstreffer. Townsend zuletzt gegen die Tottenham Hotspurs mit einer ganz starken Leistung und hier komplett alleine gelassen von Van Aanholt. Niemand ist bei englischen Nationalspieler und der Abschluss ist auch alles andere als schwierig, 1:0 also für Newcastle und die machten direkt weiter. Geil, Bigirimana, wie gesagt, Jugendspieler, versucht es aus der Distanz, das kann er richtig gut, aber zieht den Ball jedoch deutlich über die Latte hinweg. Trotzdem hatte er den Freifahrtschein, wer ihn nicht hatte, war Sunderland. Wir sehen es hier, T.O.T., wunderbares Tackling, allerdings blieb das nicht die ganze Zeit so, denn ja, Sunderland kam zu Chancen, das ist Buckley im 16er, zieht aber Spitzenwinkel, Costil sieht nicht gut aus, Lenz Ausgleichstreffer. 39. Minute, Sunderland war wieder da, die Black Cats machen genau das, wofür sie in Newcastle gefürchtet sind. Sie schlagen zurück, obwohl sie in der schlechten Ausgangsposition sind. Die mitgereisten Fans unter dem Dach, nicht im Regen, natürlich aus dem Häuschen. Und das vollkommen zu Recht, denn das war ganz, ganz stark von Buckley gemacht. Und dann kommt Lenz dazwischen und da sieht Bellerin nicht so stark aus. Ausgleichstreffer, also aber Newcastle wollte das nicht auf sie sitzen lassen, kam direkt zurück. Adam Armstrong, ebenfalls Jugendspieler, wir haben es angesprochen, geht in den 16er, lässt sich überhaupt nicht aufhalten. Wie ein E-Zug, das 2:1. Was für ein Tor, 45. Minute, nur 6 Minuten nach dem Ausgleichstreffer macht er das 2:1 und mit was für einem Solo. Setzt sich außen durch gegen Kabul, setzt sich gegen die gesamte Defensive durch, keiner greift ihn an, schwacher linker Fuß, vollkommen egal. Es ist der Ausgleichstreffer und das Stadion war natürlich sehr zufrieden mit dieser Leistung. Es ging in die Pause mit einem 2:1, Costil hatte einmal nicht gut ausgesehen, aber Newcastle führte ja, von daher war es egal. Und in der zweiten Halbzeit ging es sehr, sehr gut weiter für die Magpies. Das ist Andros Townsend, Ballerobung.
Aktion gut gemacht. Flanke in die Mitte, das Ganze nicht so gefährlich. Allerdings wurde es deutlich besser. Jean-Joao Shelvey, sie brannten jetzt ein Offensivfeuerwerk ab. Der Ball auf Gael Bigirimana. Wir haben gesagt, der kann Fernschüsse. Das zeigt er hier. 3:1. 51. Minute. Was für ein Tor vom englischen, ja, jungen Nationalspieler, Jugendnationalspieler mit Burundi-Nationalität. Klasse gemacht vom Youngster. Der McPies, der vollkommen überraschend in der Startelf stand. Zuletzt wirklich nur sporadischer Spieler, der ab und zu mal auf der Bank saß. Heute in der Startelf und so dank der Seilentrainer. Wunderbarer Schuss. Shelvey und Armstrong bereiten das brillant vor. Und dann der Abschluss aus knapp 18 Metern unter der Latte. Keine Chance, den zu halten. Newcastle also 3:1 in Führung. Das Spiel war hier durch, das Spiel war entschieden, denn Sunderland ließ jetzt die Köpfe hängen, es kam nicht mehr viel von den Black Cats, es war ein Derby, aber man merkte ihnen an, wie sehr diese Gegentore wehtaten und wie sehr sie sich in Teil der Tränen stürzten, denn so kommt man natürlich nicht vom letzten Tabellenplatz runter, weil Naldo kann machen, was er will, wird nicht angegriffen, nochmal auf Gael Bigirimana nimmt den Ball direkt, wieder ein sehr schöner Versuch, aber knapp am Tor vorbei, es ging trotzdem nur noch in Richtung des Tores der Black Cats. Kevin Mirallas mit dem Ball in die Mitte gezogen und dann der Abschluss. Er wollte sein erstes Tor in seinem ersten, ja, richtigen Heimspiel hier. Allerdings, ja, sollte es nicht sein. Adam Armstrong, der Torschütze, ging dann runter. Niklas Bendtner kam rein, der Däne. Armstrong mit einem ganz starken Spiel bekam Standing Ovations, vollkommen zu Recht, der Youngster, der ja das 2:1 erzielt hatte. Mirallas war sein Tor übrigens nicht vergönnt, sein erstes Derby, sein erstes richtiges Heimspiel, wenn man es so nennen darf, aber er traf nicht. Bendtner hingegen hatte die nächste Gelegenheit, schön gemacht vom DNC, denn die muss nur noch abschließen und das Ganze dann verhindert, aber noch war die Partie ja nicht vorbei. Es gab sogar mal eine Chance hier für Sunderland, der Ball erstmal abgewehrt, dann von Arnold und der Kopfball von Buckley, aber eine wunderbare Parade da von Benoit Costil. Dann ging auch Bigirimana runter, der Torschütze, der eine ganz starke Partie gemacht hatte, vielleicht sich für weitere Auftritte empfohlen hat. Wir sind gespannt. Und Manolo Gabbiadini gab sein Debüt im St. James' Park, sein Debüt in dem Ligaspiel der Italiener. Gekommen von Napoli für 30 Millionen Euro. Es gab lange Zeit Probleme wegen des Gehaltes, das der ehemalige Neapolitaner bekommen sollte. Mittlerweile hatte man sich geeinigt und er fügte sich gleich gut ein. Doppelpass mit Giorgino, Wijnaldum und der Niederländer zieht ab aus 18 Metern. Aber diesmal ist Pickford da und hält diesen Ball relativ locker. Trotzdem war es noch nicht vorbei. Wir sind in der Schlussphase. Niklas Bendtner kriegt den Ball. Wunderschön gespielt. Noch ein wunderschöner Pass auf Henri Salvé. Abgelegt auf Jean-Joao Shelvey. 4:1. 86. Minute. Sunderland deklassiert. Richtig weggeklatscht. Und auch Lord Voldemort darf nochmal treffen. Wunderschöner Spielzug da von Niklas Bendtner, der den Ball klasse mitnimmt. Dann die Übersicht hat. Und Henri Salvé ebenfalls nicht uneigennützig. Nicht eigennützig, sondern uneigennützig. Legt den Ball ab. Shelvey nimmt den Ganzen direkt. Und Pickford hat keine Chance. 4:1 und das war die letzte Aktion der Partie. Sunderland geht unter. Geht unter in der Tyne und versinkt im Grenzfluss dieser beiden Städte. Eine ganz schwache Vorstellung. Der Black Cats in der ersten Halbzeit über lange Strecken gleichwürdig und in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr. Newcastle mit einer ganz starken Leistung und wenn es so weitergeht, kann die niemand mehr von oben wegstoßen. Gewinnen mal wieder im St. James' Park ein Derby, ein Timeout Derby und das sogar mit 4:1 und man muss es dazu sagen, das Ganze auch absolut verdient. Ja, verdient sehe ich das auf jeden Fall. Das war nämlich eine sehr, sehr starke Vorstellung von unseren Jungs, darf man nicht anders sagen. Ich muss dazu sagen, ich war erst sehr geschockt, als Jermaine Lenz den Ausgleich gemacht hat, weil ich wirklich ein bisschen Hupenflattern hatte. Na, kommen die jetzt vielleicht nochmal ran, werden die jetzt vielleicht hier sogar gewinnen? Das dürfen wir uns natürlich nicht erlauben, nachdem wir jetzt gerade im Pokal uns so blamiert haben gegen den FC Burnley. Aber es sollte ja nicht sein, wir haben uns nicht blamiert, wir haben gewonnen, wir haben die richtig weggeklatscht und genau das ist ja das, was wir sehen wollen. Wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall gerade für diesen Derby-Sieg ein Like da. Ich kenne viele von euch, die Fußballfans sind. Ich weiß, wie wichtig euch Derbys sind. Ich weiß, wie wichtig euch Derby-Siege sind. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich freue, dass ich mit meinem Team hier gegen Sunderland gewonnen habe. Ich bin auch in Realität ein Newcastle-Sympathisant. Deswegen, selbst in FIFA ist es immer schön, wenn ich ja beispielsweise Sunderland unter 96 BS schlagen kann. Einfach nur herrlich. Und dann war's das von dieser Episode. Nächste Episode geht's dann weiter. Vielleicht wieder mit 3 Spielen, mit 4 Spielen. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr dieses System, dass wir mal ausnahmsweise nicht alles gespielt haben, sondern anfangen zu simulieren, damit es ein bisschen schneller geht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, euch gefällt das. Mir gefällt das nämlich gut und das Training sieht auch gut aus. Also alles gut zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.